Karmakanda. Der Teil der Veden, der sich mit Karma und Ritualen befasst. Kanda heißt Teil, Abschnitt. Karma ist zum einen das Gesetz von Ursache und Wirkung, ist zum anderen auch Rituale. Die Veden bestehen aus zwei Teilen. Der längere Teil, eben die Samhitas, Aranyakas und Brahmanas, beschäftigen sich mit Karma. Karma heißt Schicksal, Karma heißt die spirituelle Entwicklung, Karma heißt aber auch die Rituale. Dort geht es darum, welche Handlungen soll man tun, um gutes Karma zu bekommen? Welche Rituale soll man ausführen, um gutes Karma zu bekommen? Wie kann man schlechte Handlungen wieder aussühnen? All das ist Thema des Karma-Kanda. Also der Teil der Veden, der sich um diese Art von Karma kümmert, ist Karma-Kanda. Es gibt dann auch noch Jnana-Kanda, das sind insbesondere die Upanishaden, aber zum Teil auch andere Teile der Veden, die sind Jnana-Kanda, der Teil, bei dem es um die höchste Erkenntnis geht. Karma-Kanda, der Teil der Veden, der sich mit Karma und Ritualen befasst.